Also, schauen wir mal. Und falls ihr nicht wisst, deswegen findet Leute auf eurer Frequency. Auch zeigt es O. Bei denen weiß ich einfach allein vom Look. Oh, baby, this is so good. Macht dir die Augen auf. Knock, knock. Vegan änderte alle Stockbilder im Kopf. Einfach ausblenden geht nicht. Tiere im Käfig, ich muss kämpfen. Und zwar täglich. Mann, ich pass hier nicht rein. Pass hier nicht rein. Doch mach mich jetzt. Guten Morgen, Wing Services. Dritter Tag in Berlin. Dritter Vlog. Gerade bin ich richtig in Vlog-Laune. Harry Potter kam Ambient Mix, ist immer noch einer meiner Lieblings, so im Hintergrund zu hören, während ich lese. Gerade lese ich wieder, oder lese ich zum ersten Mal Conversations with God. So gut, so gut. Davor habe ich es angehört, aber ich kann es so empfehlen, zu lesen, anzuhören, beides. Und ihr könnt mir eine DM schreiben auf Instagram, dann schicke ich euch kostenlos die PDF, aber ihr könnt auch einfach googeln, findet ihr auch die PDF. Ihr denkt euch so, wenn ihr den Vlog gestern gesehen habt, hey, ich habe doch das Zimmer umgestellt und ich fand es so geil. Ja, aber heute bin ich aufgewacht, ich war so, nee. Gestern Abend schon beim Einschlafen war ich so, nee. Nee, so ist einfach viel geiler und ich bin eher excited, diesen Schrank rauszuschmeißen, weil der ist so bulky. Deswegen gab es hier ein schönes morgendliches Workout, ich habe es nicht geblockt. Und es war einfach wieder so mein highest excitement, das ist einfach ein geiles Workout. Es fühlt sich so satisfying an, du gehst nochmal durch deinen ganzen Stuff durch und siehst du, was brauchst du wirklich. Also nicht so, als hätte ich es gestern schon gemacht. Anyways, heute ist ein schöner Tag, die Sonne scheint. Wir leihen uns ein Fahrrad aus, also ich leihe für Britney ein Fahrrad aus. Kennt ihr vielleicht hier vorne den blauen Reifen? Die haben hier ein paar Stores in Berlin, da leihen wir uns aus, da kann man einfach entspannt. Ich liebe Berlin einfach. So ein Fahrrad auf entspannt. Weil wir gucken erstmal, wie lange bleiben wir hier und jetzt ein Fahrrad kaufen. Nicht so exciting, aber dafür 20 Euro im Monat leihen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn es geklaut wird, ob das gecovert wird. Und wir checken eine Location aus, ein Yoga-Studio für die nächste Playparty. Als erstmal angekommen ist, was mich richtig gefreut hat, endlich wieder Internet. Und das ist nicht über die Telefonbuchse, sondern das ist hier so Homespot heißt es. Und einfach hier so eine SIM-Karte und Fenster für besseren Empfang. So sieht es aus. Okay, ich schaue jetzt mal, ob das geht. Natürlich. Die Schweine wieder. 24 Monate. Nimmt doch noch meine Seele. Es ist, was sind 24 Monatsverträge? So in Thailand ist komplett das Gegenteil. Da ist alles so, ey, hier ein Tag oder solange du halt willst. Die Aliens sind schon da und ich so, ja, O2, Vertrag läuft aber noch ein Jahr. Also ich mach das immer Casey-Style. Casey Neistat, der scheißt immer auf Anleitung. Und ich probiere das erstmal so aus, weil es hier alles so simpel. Also schauen wir mal. Oh mein Gott. Turns out, ich habe die ganze Anleitung mehrmals gelesen, es funktioniert nicht. Walla Krise. Kein Bock auf O2. Ich habe eh schon Unlimited für mein Handy. Hier wieder Red Light Synchronicity. Ferdi. Unlimited für mein Handy. Ich lebe so nice im Flow als Wanderer. Ja. Und für Europa Unlimited, sehr geil für mein Handy. Kostet aber schon irgendwie 40 Euro im Monat. Und das nochmal 33 Euro im Monat. Scheiß drauf, Diggi. Mit meinem Hotspot funktioniert super. Das einzige, Uploaden, funktioniert nicht so gut. Und wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Wenn du es als Hotspot benutzt, dann würden sie alle als Hotspot benutzen, Unlimited, also drosseln wir es. Aber ich lade einfach Dinge über Nacht hoch, das hat die letzte Zeit auch sehr gut funktioniert. Deswegen kündige ich das jetzt, weil ich habe so drauf geguckt, läuft bis 2025. Ich so, nee. Und falls ihr nicht wisst, zumindest in Deutschland, ihr habt immer 14 Tage Widerrufsrecht und das könnt ihr einfach entspannt per E-Mail machen, mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht bestelle ich mir morgen schon das nächste, aber ich finde es einfach auch nice abzuchecken, was es alles so gibt. Das war jetzt so mit so einer SIM-Karte und die konnte ich auch in mein Handy stecken. Hätte ich das halt auch überall mitnehmen können. Ich glaube, ich teste jetzt noch mit der SIM-Karte, ob wenn ich was hochlade, ob das damit auch gedrosselt wird. Everything is perfect. Synchronicity ist nicht so, oh Mann, sondern so, welcome to the human experience. So lernen wir, indem man was zum Beispiel bestellt, ausprobiert, daraus lernt, zurückschickt und viel draus gelernt. Und ich so, oh Mann, ich will doch einfach nur ankommen, wo es keine Challenges mehr gibt. Und dann, ja, Real Life ist so geil. Erst gehe ich noch im Park, ich habe noch eine Stunde. Einfach jeden Tag Naturbatterie, Waldmedizin, wie auch immer ihr es nennen wollt. Tiergarten, er ruft. Some hummus, some brown rice cakes. I love that she, that you're reading this book and I'm reading it. And then really like share. This is the best. Find a friend. And like it's so fun, this waking up process. There are levels to that shit. You wake up and you wake up more and there's no ending because there's no beginning. And find people on a similar frequency. Also findet Leute auf eurer Frequenz. Und dann einfach die Journey zusammen. Das ist alles. Das ist so geil. Einfach the company. Es gibt kein Ankommen. Alles im Hier und Jetzt. Es ist einfach mit anderen Menschen zu teilen, so Connection und dann voneinander zu lernen. Deswegen findet Leute auf eurer Frequency und wie macht ihr das wieder so? Ja, sei deine Frequency, sei dein authentisches Ich, folge deinem Excitement, sei du und like vibration to like vibration, so dann ziehst du das an. Lest zum Beispiel das gleiche Buch und trefft euch zum Sharen. Es ist einfach so geil. So manifestiert, dass ich so einen nice Alien-Freund habe aus China. Und wir schicken uns immer Voice-Messages und er ist halt genau auf meiner Frequency, weil ich habe so oft
so Bashar Study Groups angefangen, aber es war halt immer, dass ich den Leuten dann was erzähle, weil ich ein größeres Verständnis dafür habe und er ist halt so genau auf meinem Level und das ist einfach so geil. Kommt zum Meetup, wenn ihr in Berlin seid, da sind alle Leute auf einer ähnlichen Frequenz und dann let the magic unfold. Everything is synchronicity. Also die Location war zu klein, es war einfach ein großer Raum, ein Yoga-Studio. Letztes Mal, wo wir die Playparty, wo ich sie gehostet habe, es war Yoga on the Move und es war ein sehr großer Raum, es waren sogar zwei Räume noch, das war sehr nice. Deswegen, wenn ihr in Berlin eine nice Location kennt, wo man so 40, 50 Leute nice hosten kann, so ein Yoga-Studio-Vibe, dann schreibt mir gerne. Und ich war im Mobijou Park und einfach die Leute neben uns haben einfach Crow abgespielt. Die haben halt auch geraucht und Bierpong gespielt, was halt gar nicht meine Frequency ist, aber so das Crow-Hören habe ich sehr gefühlt. Deswegen pick dir einfach raus, was dir taugt, find die Gemeinsamkeiten in Leuten und fokussiere dich darauf. Und ist dann einfach alles sehr nice. And if it doesn't serve you, just walk away. Ich serve just diese Classic Yogi Chai Tees. Baby, smell on it. Right? Die riechen so gut. Kommt einfach mal im Bioladen und riecht an den. Betrudadeln. Beste. Und ich finde, man sieht Süßkartoffeln das immer an, so hier die im Bioladen, dass die einfach richtig geil sind. So bei denen weiß ich einfach allein vom Look, die im Ofen beste. I was telling them that you see on the look of potatoes how good they are. Like these sweet potatoes, they look so good. And some you already know, they're like... They're happy potatoes. Exactly. Happy potatoes. If Brittany gets something fun, I get something fun. Oh baby, this is so good. Yeah? Like, when I'm super thirsty, like recently in Munich, wanna come home and have in the fridge Apfelschorle, something that has sparkling water and flavor, or like this, you know? Because just water is nice, but a bit of this is like when it's cold and you come. I wanna go in the movie soon. Der neue Guardians of the Galaxy 3 ist draußen für alle meine Marvel-Fans. Let's go. Maybe this is so good. The question is, should we get the dirty popcorn? Because they add canola oil and sugar. Or do we make our own popcorn? I went there with Vanya and I made my own popcorn and I was like, let's make spicy popcorn and I put pepper powder over it, no, chili powder over it. But I didn't put anything in that it sticks on it because usually you have to put apple cider vinegar on it so it sticks on it. Yeah. So we're just coughing the whole movie. We're like, and Vanya was like, I don't eat it anymore. And I'm like, and it really hurt at my lungs. So. Vegan Savages, wenn ihr euer Popcorn flavoren wollt, so mit Hefeflocken oder Zimt oder Chili, immer Apfelessig draufsprühen, damit es klebt. Otherwise, you're just coughing. Mhm. Okay, this shot is over and out. Fritz, cut it out. He won't. Es gibt quasi zwei Varianten, ein Ice Cream zu machen. Well, die eine ist eher, wie ich es mache, ein Smoothie. Die echte Ice Cream Variante ist gefrorene Bananen. Ich habe auch ein paar normale Bananen und ein bisschen gefrorene Beeren. Gefrorene Beeren, wenn überhaupt nur ein bisschen, weil diese krasse, wirklich Eiscreme-Textur kommt von gefrorenen Bananen. Ein bisschen Protein-Powder und dann nur ein bisschen, nur ein Schuss Pflanzenmilch oder heißes Wasser. Ich nehme jetzt heißes Wasser, dann ist es nicht ganz so kalt. Und im Proteinpulver ist schon Geschmack, sonst würde ich Pflanzenmilch empfehlen. Und dann, wenn es nicht so gut mixt, ihr habt sowas am besten, habt einen guten Mixer. Einen guten Mixer braucht ihr, sonst braucht ihr einfach mehr Flüssigkeit und kriegt immer nur so Milchshake-Textur hin und dann einfach hier tschick, 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 tschick. Und dann nice Creme. Und wenn ihr es noch nicht probiert habt, I don't wanna say you missed out, but you're missing out. Schaut euch das Ohr. Baby, perfect synchronicity, nice Creme. You wanna try? Yeah. Baby, what do you do when you're enlightened and get that there's nowhere to go and nothing to do? You make ice cream, hang out at the park. You make ice cream, hang out at the park. I'm making love. So, just wenn ihr noch keine Ice Cream gemacht habt, wirklich. Ich könnte es den ganzen Tag essen und esse auch was den ganzen Tag. Yeah, this ring was in the mail. Someone mailed it to me. I left it there so you could try it. Hey, could you eat Ice Cream all day? Mhm. All day. And you never get sick of Ice Cream. Irgendwann willst du dann halt was nicht mehr Süßes, sondern was Herzhaftes. Genau. I was laying there for what felt like an hour and you were cutting the whole time. Like, you were cutting the whole time. Because I cook really fast, I was like, what is she cutting the whole time? Very sweet potatoes. Because I love cooking slow. I don't like, to me it's just fun to be in the kitchen. Yeah. I wanna try that too. I doubt it. I don't know why I'm so tired. Because you drank too much coffee the last couple days and you were a little maniac all over the place. Maniac. Why was I a maniac? You just had so much energy. You were like moving furniture, jumping on the trampoline, making 5 vlogs a day. Going all over Berlin, and I was like, I'm tired just looking at you. It's true. I just was so excited to be back in Berlin, and
things were happening, like things I haven't talked about it yet, where I just got so much excitement. And I was like, wow! And being back in my apartment. Okay, I talk German again, okay? Wenn ich hier auch so viel Englisch rede, ist halt, weil Britney kann kein Deutsch, aber ich glaube, es ist ganz nice, oder? Weil es doch nice, ich finde es einfach nice. So, ich verbringe halt so viel Zeit mit ihr und so gerne und ich finde einfach unseren Vibe zusammen so schön. Die ersten meinen Tage so, ihr habt ja meine ersten, oder ich hab ja alle Tage gefilmt, ich war so excited, es war einfach zu geil, Mann. Und dann einfach so alles direkt machen. Und dann lass doch in Grunewaldsee gehen und zum Hundesee und... Und heute bin ich so low energy. Ich habe auch unterschätzt, wie viel Koffein in dieser Senseo Kaffeemaschine ist. Also ich habe diese Strong Pads. Kennt ihr, wenn ihr länger nicht so viel Koffein trinkt und dann so einen starken, dann ist so wow. Und dann aber es ist richtig entspannt. Ich gucke mir gerade, falls ihr nicht wisst, ein fetter Game Changer. Legt euren Laptop so hin, dann könnt ihr hier so ganz entspannt so liegen und sowas schauen. Und ich schaue hier gerade so. Camper Trips. Ich habe wieder richtig Excitement. Ihr wisst vielleicht noch, letztes Mal, wo ich in Kopangan war, bin ich nach Wien geflogen und habe dann so knapp 2 Wochen einfach nach Flow State, nach Excitement durch Österreich einen Solo-Camper-Trip gemacht und das war so geil. Und das ist einfach so Kurztrips, das ist so geil, weil nach den 2 Wochen, da hatte ich gar keinen Bock mehr, so einen Camper zu besitzen, excited mich nicht. Weil nach 1-2 Wochen ist dann so, ich will ankommen, also halt so richtig meine Wäsche sauber machen und so. Einfach so ein Wochentrip ist so geil und deswegen hab ich Bock, die Schweiz abzuchecken. Erst so tschechische Schweiz habe ich angeguckt und sieht nice aus, aber der echte Deal ist halt die Schweiz, so die Berge da. Ich habe gerade so Videos angeguckt, ich... Hab was gesabbert, das ist so schön. Das ist so echt die Berge. Okay, ich habe schon richtig viel hier gelabert. Ich nehme euch einfach gerne jeden Tag einfach so ein bisschen mit. Und ihr wisst eh, Leben passiert offline, deswegen. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal auf.